Hallo Leute, nachdem wir ja nun so eine tolle Mütze gehäkelt haben, habe ich gedacht, sieht natürlich auch ein Bommel ganz super aus. Gerade bei diesen Mützen finde ich das immer ganz toll. Es gibt natürlich auch solche vorbereiteten Teilchen in Kunststoff, wie ihr seht, in verschiedenen Größen, aber da meine Größe dort nicht bei ist, ihr seht schon, die Bommel ist viel größer geworden als das, was hier so liegt, habe ich mir einfach aus Pappe in 10 cm Durchmesser zwei Ringe geschnitten, in der Mitte 3 cm ein Loch reingesetzt und habe das als meine Vorlage genommen. Eigentlich wie es früher auch so in war, denn diese ganzen Figürchen kann man nicht unbedingt wirklich gebrauchen. Hier habe ich dann, fange ich an, meine kompletten Fäden, die ich auch in dieser Mütze verwendet habe, da wir für diese Mütze jetzt noch einen Bommel machen wollen, einfach hier reinzusetzen und fange an, im Endeffekt das Loch auszufüllen. Sprich, ich habe schon mal ein paar Fäden etwas länger gelassen, wir werden dann grundsätzlich das Band hier so oft durchziehen, bis wir das ausfüllen. Heißt, immer durch mit dem Faden. Und da ich die Bommel ganz bunt haben wollte, so wie die Farben sind, habe ich auch alle Farben zusammen auf einmal drin. In dem Fall hatte ich halt nur noch ein paar Reste, die ich dann anderwertig immer mit reingezogen habe. Deswegen ist der Bommel halt trotzdem ganz süß geworden, aber hat einen Streifen. Ja, aber ich finde irgendwie süß. Total niedlich. Und richtig fett. Ja, so wollen wir die so Bommel wollen haben. Wir die Bommel haben. Nicht und so eine luschigen Dinger da. Und darum muss es wirklich bis zum Schluss ausgefüllt sein innen drin. Es ist, so wird. Ganz genau. Es ist zwar ein etwas, ich sag mal, zeitaufwendig. Gut, wer da schnell ist, dauert das nicht ganz so lange. Einfach immer durch und immer schön ringsrum gehen. Das ist auch wichtig. Wenn ihr dann, ich sag mal so, zu viel Faden müsst ihr ja dann auch zu lange durchziehen. Wenn ihr dann soweit seid, schneidet ihr einfach mal von dem Garn zwischendurch ab und hängt das Ende unter den vorhergehenden drunter, sodass das Ganze festhält. Na, hat er den schon aufgeschnitten, ist nicht ganz so einfach, aber das kriegen wir. So, wir sind jetzt hier am Ende, haben jetzt die letzten Fäden in der Hand fürs Erste. Dann nehme ich eine Häkelnadel und ziehe die durch die letzten durch. Na, wenn es dann klappt, festgemacht, das ist gut. So soll es sein. Ziehe die einfach hier durch, damit sie dann Halt haben. Ich schneide sie allerdings auch gleich in der richtigen Länge ab. Somit braucht ihr nachher nicht rumjonglieren, wenn ihr den Bommel aufschneidet. Da habt ihr sonst noch mal ein bisschen mehr zu tun, um dann eine Fasson reinzubringen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja gleich, dass der passt. Dann kann man das Ganze am anderen Ende machen und wiederholt das, bis, wie gesagt, das Loch innen drin ausgefüllt ist. Wenn ihr dann soweit seid, dass das Loch innen drin fast zu ist und ihr auch merkt, ihr kommt jetzt mit der Fädelei so nicht weiter, dann benutzt eine Häkelnadel und zieht das dann mit der Häkelnadel durch. Bis zum Schluss. Und auch mal aufpassen, dass ich alle Fäden mitbekomme. Also denkt nicht, dass mir das nicht auch passiert. Aber ich denke, wir können das dann jetzt hier auch beenden. Weil viel mehr wird jetzt hier nicht durchgehen. Das ist ein bisschen straff. Und das straff ziehen solltet ihr das Ganze auch immer. Das ist, je mehr bekommt ihr da rein. So, ich denke mal. Ich versuche es noch einmal. Manchmal hat man ja das Glück. Ah, klasse. Und immer drehen der Beine, nicht vergessen. Ihr müsst unbedingt ringsrum laufen. Gleichmäßig sonst, verteilen, ja, die sonst, Fäden. Sonst wird das nichts, ne? Wird das schön bommelig. Genau, warte mal. Ich glaube, jetzt hören wir auf, weil das ist, wird jetzt ein bisschen strenger, krasser. Sehr.
Ja. Ziehen wir das hier auch nochmal durch. Brauchen wir eigentlich auch. Doch, wäre besser. Hab's auch gemacht. Na? Komm mal her hier. So, und dann schneiden wir das jetzt nochmal ab. Okay. Dann werden wir uns gleich mal einen Faden zurechtlegen. Zwei? Na, ich mach's, damit man es besser sieht, weil ich den weißen genommen hätte. Also einer würde reichen? Eine würde reichen, ne? Also je nach Stärke. Also ich habe bei der Maiboshi auch nur einen genommen. Aber damit man das halt besser sieht, ich lege es jetzt mal da einfach hin. Ist ja jetzt noch nicht in Frage. So, wir brauchen den anderen nicht mehr. Jetzt heißt es, wir müssen aufschneiden. Wir gehen dann auf der Kante lang. Auf der Kante lang und schneiden sämtliche Bänder durch. Das ist ein bisschen, ja. Meine Mama, die weiß ich, also die hat das früher mit einer Rasierklinge gemacht. Ja, kann man auch, aber ich habe keine. Muss aufpassen, ne? Ja, aber ich habe auch keine Rasierklinge im Haus. Okay, also, weißt du, haben wir die immer. Ja, ich weiß. Nein, was ich hätte, das wäre ein Skalpell wegen der Näharbeit. Wegen der Näharbeit. Was machst du da drüben bei dir, hör mal? Wegen der Näharbeiten, aber das hat nicht jeder und darum denke ich einfach, also wir sollten das zeigen mit der Schere. Ne, das ist ja auch. Das Normalste, hat auch jeder im Haus. Ne? Ja, genau. Das ist einfach so. So, und wenn wir jetzt durch sind, durch das Ganze, werden wir zwischen diesen beiden Pappen den Faden legen. Und das Ganze verknoten. Na, komm hier. Ja, dadurch, dass ich diese Pappe schon für die andere Bommel benutzt habe, hätte ich vielleicht nochmal eine neue zuschneiden können. Pappe war bei uns gerade Mangelware. Aber somit habe ich dann, ich sag mal so, auch schon die Schlitze drin, dass ich es nur runterkicken muss. Also es ist nicht mehr so aufwendig. Weil das ist nämlich dann auch immer so eine Sache, jetzt ist er auch hin, also jetzt kann man vergessen. Jetzt können wir die Pappe auch entsorgen. Jetzt hat das Ganze seinen Dienst getan. Und ihr seht, rauskommt wieder ein neuer Bommel. Moment. Mal ein bisschen chillen. Und auf Plüschtern. Genau, dass wir ihn für diese zweite dann haben. Ah, Traum. Na? Sie wird dann im End wirklich hier oben nur aufgenäht. Heißt, wir können aber schon durch diese großen Maschen gehen und die Fäden durchziehen. Wer jetzt nicht gleich eine Nadel bei sich hat, dem reicht auch eine Häkelnadel. Einfach nur hoppsa, durch die Maschen reinziehen. Ich verknote ihn dann jetzt auch nur erstmal zur Sicht, damit ihr. So, die andere Seite auch. Und knote ihn mir jetzt mittig einfach nur mal zu. Dass wir ihn schon mal drauf haben, können wir dann immer noch mal. Das und dann von oben festnähen oder von unten festnähen? Nein, du kannst das, eigentlich ist er schon fest. Ja. Und normal näht man ihn aber ein. Ja. Also, ne? Von oben, von unten? Von unten. Von man, unten, okay. Man fängt an, den Faden durchzuziehen und näht ihn eigentlich innen drinne fest. Innen drinne fest, ja. Okay, alles klar, verstanden. Ja. Supi! So, nun jetzt haben wir Bommelmütze. Wunderschöne Bommelmützen. Aus zwei Materialien. Einmal haben wir hier die Bingo genommen und einmal hier die Maiboshi-Wolle. Schreiben wir nochmal unter das Video, falls ihr nachbestellen wollt oder euch die Wolle einfach mal anschauen wollt, dann die können wir echt empfehlen. Also Wille 2 und so. Lana Grossa ist sowieso tolle Wolle. Tolle Wolle, ja. Also ist tolle Wolle. Ist auch wieder von Lana Grossa, die Bingo. Mhm. Ist super. Also ich habe gern damit gehäkelt. Ganz klasse. Ja, bleibt dran. Nächste Woche kommen noch schöne Sachen.
Tasche und so weiter, Fingerstricken, Handstricken, wen sowas interessiert, kommt in einem der nächsten Videos. Und dann sagen wir danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!